Sie sind hier, 5. Januar 2019, 10.16 Uhr, von Sport1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Katharina Althaus holte bereits olympisches Silber 2018 und Gold im Team bei der Olympischen Jugendwinterspielen. Urheberrecht Getty Images. Die Nominierten zur Wahl zum Sportler des Monats Oktober der Deutschen Sporthilfe stehen fest. Katharina Althaus, auch Markus Eisenbichler und Marco Koch davon. Die Nominierten zur Wahl zum Sportler des Monats Dezember der Deutschen Sporthilfe stehen fest. Diesen Monat duellieren sich die Skispringer Katharina Althaus und Markus Eisenbichler mit dem Schwimmer Marco Koch um den prestigeträchtigen Titel. Katharina Althaus, Skispringen, dreifache Weltcupsiegerin. Katharina Althaus ist im Skisprung-Weltcup der Damen derzeit das Maß der Dinge und führt die Gesamtweltcup-Wertung durch ihre 3 Siege im Dezember deutlich an. Markus Eisenbichler, Skispringen, 2. Platz beim Vierschanzentournee-Auftakt in Oberstdorf. Markus Eisenbichler sorgte beim Auftakt der Vierschanzentournee in Oberstdorf für eine große Überraschung und belegte mit Sprüngen auf 133 und 129 Meter Platz 2. Marco Koch, Schwimmen, WM-Bronze. Kurzbahn. Marco Koch gewann bei der Kurzbahn-WM in China über 200 Meter Brust die einzige deutsche Medaille. In 2:01:42 landete der Darmstädter auf Rang 3. Kooperation zwischen Sport1 und der Deutschen Sporthilfe. Die Sport1 GmbH ist Kooperation der Deutschen Sporthilfe bei der Wahl zum Sportler des Monats. Dieser wird per Umfrage unter den rund 4000 Sporthilfe geförderten Athleten ermittelt. Vorschlagsberechtigt sind die Deutsche Sporthilfe, der Beirat der Aktiven im DOSB und Sport1. Langfristig sollen auch die User des Online-Sportportals in den Wahlprozess eingebunden werden. Abstimmung seit 2003. Deutsche Weltklasse-Athleten stehen mit ihren herausragenden Erfolgen im Fokus der Öffentlichkeit. Solche Spitzenleistungen werden auch durch die Förderung der Deutschen Sporthilfe möglich. Die Deutsche Sporthilfe führt die Wahl zum Sportler des Monats bereits seit 2003 zusammen mit dem Beirat der Aktiven im DOSB durch. Die Wahl zum Sportler des Monats ist in dieser Form einzigartig. Keiner kann die Leistungen der nominierten Sportler besser einschätzen als die Athleten selbst, die den täglichen Trainingsalltag aus eigener Erfahrung kennen und wissen, wie hart für diese sportlichen Erfolge gearbeitet werden muss, erklärt der Vorstandsvorsitzende der Stiftung Deutsche Sporthilfe, Dr. Michael Ilgner. Die Besonderheit dieser Sporthilfewahl: Sport1 ist die Nummer 1 Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Mehr.